Leute, gleich geht's los. Danilo kommt jetzt gleich. Wir haben jetzt schon einmal die Harley da stehen. Koffer ist gepackt. Er holt mich gleich mit dem Transporter ab. Ja, und dann geht's rund. Hier sieht's noch ein bisschen chaotisch aus auf der Baustelle, aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde Harley. Dann ist es nämlich auch komplett egal. Ja, und damit uns der junge Mann gleich nicht vom Fleisch fällt, kriegt er erstmal noch eine Runde Met, bevor es losgeht. So, Danilo jetzt da. Da ist er. Jetzt machen wir erstmal die Bikes dran. Also, Bikes jetzt nach einer Stunde ungefähr verpackt, ordentlich gesichert, dann kann es jetzt losgehen. So, mittlerweile sind die Leute auch jetzt alle am Start, die da sein wollten für heute. Wir sind ja schon Tag eher angereist. Haben nochmal hier die ganzen Sachen aufgebaut, direkt vor dem Hotel hier Toskana. Auch das schöne Banner, auch ganz schick hier mit dem How Dirty Crew Logo. Ich denke, das wird richtig gut. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich eine kleine Runde und dann lassen wir den Abend ausklingen und dann ja, geht es morgen erst richtig los. So, endlich wieder ballern, endlich wieder Videos, ungelogen. Und das direkt mit dem Start, sage ich mal, vom Hotel Toskana mit all den verdammt guten Leuten, wie im letzten Jahr. Ey, richtige Flashbacks, ohne Scheiß. Es ist doch einfach ein optimales Wetter. Geil. Ja, wie gesagt, also heute machen wir nur eine kleine Runde Richtung Wiesbaden. Sind heute mit einem kleinen Kreis angereist. Und morgen holen wir dann ja, die mächtige Truppe von Rheinland-Shopper ab. Bam Bam, Mucha. Und die ganzen Kollegen halt, ne? Martin, ich weiß gar nicht jetzt, wo ich da anfangen und aufhören soll. Das sind ja wirklich so viele. Ja, und dann geht's dann erst richtig los eigentlich. Natürlich Stau. Die anders Bekloppten. So, Tunnel, ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Ist zwar kleiner, aber es wird passieren. Sag ich doch. An dieser Stelle möchte ich einmal den Arvid grüßen. Das ist der
Sohn von diesem jungen Mann hier. Arvid, ich bin mir ziemlich sicher, du schaust das Video auch und viele Grüße an dieser Stelle an dich. So, einmal jetzt auch flaniert hier. Oh, jetzt wird richtig flaniert. Mit einer Hochzeit sogar. Und weil wir alle Instagram-Rocker sind, natürlich dürfen da auch die ganzen Fotos nicht fehlen, ne? So, jetzt geht's glaube ich schon wieder, die Hälfte haben wir. Dann fahren wir gleich wieder zum Hotel Toskana. Ich muss auch heute gar nicht viel fahren. Ich habe so einen massiven Bierdurst. Da bin ich schon richtig heiß drauf. Mucha, Bruder, wenn du das siehst, du fühlst mich. Ja, also ich werde da definitiv auf jeden Fall eine Serie draus machen. Also eine komplette Magic Bike Serie. Das heißt, heute Anfahrt, eine kleine Runde. Morgen die Rheinland-Shopper abholen. Ich weiß gar nicht. Übermorgen sind wir dann auf der Magic Bike Week. Da sind wir auf jeden Fall einige Mopeds. Ich würde mal so tippen, ich weiß nicht, zwischen 40 und 50 oder so. Das ganze Hotel Toskana ist komplett voll mit Harley-Fahrern. Da muss ich mal wieder sagen, ich weiß, er hört es nicht gerne. Michael, du verrückter Typ, Alter. Was du hier schon wieder auf die Beine stellst. Auch Krischi und Tina hier mit How Dirty. Die haben auf jeden Fall dieses Mal auch einiges dabei getan, dass das hier ein runder Event wird. Ja, mega geil. Es ist einfach super geil, wenn du so welche Leute in deinem Umfeld hast, ne? Da macht das Ganze auch Spaß. Auf wen ich mich morgen auch besonders freue, ist auch der gut aussehende Sakratas, der gerade seine Harley so umgebaut hat, wie ich das mit diesem Baby hier auch vorhabe. Also schön Chicano-Style. Und das will ich natürlich einmal kurz mir live anschauen. Einmal kurz gucken. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, ob ich mir so einen riesen Ape holen soll, alleine vom Fahrgefühl her. Optisch klar, mega geil. Aber ich weiß ja nicht, wenn einer von euch ja irgendwie Erfahrungen gesammelt hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da bin ich mir echt noch unschlüssig, weil ich habe keinen Bock nachher da nur noch der Kurzstreckensohn genannt zu werden. Weil ich halt nur noch, weiß ich gar nicht, 100 Kilometer fahren kann, bevor mir die Arme abfallen. Wir sind sogar in Bierstadt. Ja, nach Hause, ich hab Durst. Und jetzt jeder, der letztes Jahr dabei war, wird diese Kurve hier fühlen. Und wenn wir hier rumfahren und da hinten schon das wunderschöne Hotel Toskana sehen, dann wissen wir alle, wir sind wieder zu Hause. Und hier ist die ganze Kacke entstanden. Alles. Diese ganze Connection ist genau hier entstanden. Und mittlerweile haben sich dadurch auch sehr gute Freundschaften geschlossen. Wahnsinn. Da sind wir. So, wir fahren jetzt die Mopeds rein, schön in die Tiefgarage, standesgemäß, und dann werden wir noch eine Runde was trinken. Morgen müsst ihr euch vorstellen, ist hier alles komplett voll mit Harleys. Heute sind noch andere Gäste da und morgen alles voll mit Mopeds.
Moinsen. Oh, Leute, ich habe leider die Kamera gestern vergessen. Also wir waren noch essen. Es gab Schnitzel und Steak und viele Biere. Jägermeister Fanta und irgendein Rum. Ja, ich habe so ein bisschen Déjà-vu vom letzten Jahr. Also leichte Kopfschmerzen. Ich habe noch keine Ibus genommen, noch kein Elotrans. Also dafür geht es mir eigentlich dementsprechend sehr gut, überraschenderweise. Das heißt, ja, ich gehe jetzt duschen eine Runde. Und ja, dann gucken wir mal, was der nächste Tag so bringt, ne?